Zwergflusspferde halten wir hier im ehemaligen Elefantenhaus. Also Hauptcharakteristika ist, dass es reine Einzelgänger sind, die Zwergflusspferde. Im Gegensatz zu den großen, die in Familienverbänden zusammenleben, ist es bei den Zwergflusspferden so, dass sie sich zur Paarungszeit treffen und dann gehen sie danach jeder seiner Wege. Ja, wir haben hier im Hintergrund das weibliche Zwergflusspferd Nimba und ja, ist zu uns im Jahre 2015 gekommen aus Frankreich und charakteristisch ist, dass es uns gegenüber ein sehr nettes, aufgeschlossenes Tier ist, das wirklich den Kontakt zum Menschen sucht und eben wirklich umgänglich ist, was bei den Zwergflusspferden nicht unbedingt der Fall ist. Also wir können praktisch zu ihr reingehen und den Kontakt suchen und das macht es natürlich viel einfacher, das Arbeiten mit den Tieren.